Hier ist die PlayStation 4. Willkommen zu einem Unboxing von der Libanon Little. Ich war vorhin bei Saturn und dann da war halt eine lange Schlange. Ja, aber alle, die da hinten halt standen, wurden halt alle nach Hause geschickt, weil die halt nicht vorbestellt haben. Alle haben so geguckt, als ich auf einmal zwei PlayStation 4 gekauft habe und nicht nur eine. Hier. Eine Vorbestellung und die zweite hier. Also zwei Stück. So. So, mal schauen, was uns in der PlayStation 4 alle so Schönes erwartet. So, das ist die normale Verpackung hier, wie man sieht. Also die Hülle besser gesagt. Weiß matt. Ja. Dann wollen wir mal das Herzstück der Konsole mal aufmachen. So. Hier, was haben wir denn hier? Die Beschreibung von der Konsole. Die lese ich mir mal nachher mal durch. Jetzt halt nicht. Der schöne, elegante neue Controller mit Sensor. Es gab ihn noch in Rot. Eigentlich wollte ich mir einen roten kaufen, aber der kostet 59 Euro, aber ich dachte sowieso niemanden eigentlich an die Konsole erstmal ran. Ist halt meine und ich spiele damit. So, der schöne Controller erstmal. Was haben wir denn noch so Schönes hier? Hier versteckt sich doch was. Wie kriegt man das denn raus? So. Was das ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist wie das Headset. Ja, so sieht's aus. Wenn das das Headset ist, dann ist es ja richtig für den Arsch, ehrlich. Also, es sieht richtig billig aus. Netzkabel. Was haben wir denn noch? Ladekabel für die PlayStation 3 Controller. HDMI-Kabel, was sehr kurz ist. Ich sehe das schon jetzt schon, dass es kurz ist. Also, naja, aber egal. Aber immerhin haben sie einen reingemacht. So. Und nun kommt das unser Herzstück. Nun kommt das Herzstück der Konsole. Also die Verpackung von innen, muss ich ehrlich sagen, ist nicht so hochwertig, meiner Meinung nach. Also, ich bin kein Xbox-Fan oder so, aber die Xbox-Verpackung von innen hat mir mehr gefallen. Aber die Verpackung hat ja nichts zu sagen, sondern der Inhalt der Konsole. Und die PlayStation 4 bietet auf jeden Fall viel mehr als die Shitbox One, ne? So, unser Herzstück kommt jetzt langsam raus. Lass mal kurz sehen. So. So, hier kommt der AV-Kabel. Was kommt hier? Digital Optical, Digital Out, also Optical, HDMI. Hier. Naja, die Qualität vom Handy sehe ich gerade. Ist nicht gerade prickelnd. Nee, hier kommt LAN. Und hier kommt halt AUX, aber das ist, weiß ich nicht, ja, so komisch verbaut von hier, sieht so irgendwie komisch aus, finde ich, keine Ahnung, ehrlich. Hier steht nochmal HDMI, DTS, Dolby Digital, Blu-ray und der ganze Mist hier. Was kommt hier? Ah, hier ist die Konsole von vorne, hier ist die Vorderseite der Konsole, der PlayStation 4. Okay, hier ist wohl das Laufwerk. Hier, zweimal USB, USB 3 bestimmt, also 3.0 meine ich. Ja, und was gibt's noch? Ja, das war's. Und hier halt die, von unten die Konsole. Ich würde auf jeden Fall die Konsole nicht aufstellen, weil ich halte nichts davon, dass man die Konsole aufstellt. Ja,
Das ist halt die Konsole. Die PS4, auf der wir lange gewartet haben. Im Video sieht es immer, im Internet und auf Video, was ich immer gesehen habe, sah es immer irgendwie anders aus. Jetzt das mein erstes Resultat, also wenn man es in die Hände hat, sieht man es viel anders. Es sieht halt anders aus, wenn man es halt im Video aussieht. Im Video ist es nicht so, wie man es in der Realität so sieht. Also es sieht ihn auf jeden Fall anders. Am Video habe ich es immer anders gesehen. Jetzt sehe ich es auf jeden Fall in meinen Händen, jetzt sehe ich, es sieht irgendwie anders aus. Ja, also das Design ist gut hier, ein bisschen Klavierlack jetzt, hier ist matt, ne? Also ja, ist gut und schön. Ich teste mal die Konsole und schau mal, was die guten Leistungen, was die PS4 bieten kann. Naja, momentan kann man noch von der Grafik noch nicht so viel erwarten, weil die guten Spiele noch nicht da raus sind. Also man kann die gute Grafik von der PlayStation 4 erst dann sehen, wenn Spiele wie Uncharted, wenn man Killzone spielt oder Uncharted halt, wenn Uncharted der neue Teil rauskommt 2014, 2015, dann kann man sehen, was für ein gutes Grafik die hat. Bei Call of Duty kann man das nicht vergleichen, weil Call of Duty hat die Grafik von Modern Warfare 2, deswegen kann man das nicht vergleichen. Viele Leute, ich habe auf manchen YouTuber gesehen, die haben halt die Grafik verglichen von der PlayStation 3 und PlayStation 4 von Call of Duty Ghost. Das, da kann man nichts erkennen, ehrlich. Also da kann man nicht die Grafik vergleichen. Das ist kein ein Vergleich. Ein Vergleich kann man erst dann bei guten Spielen vergleichen, zum Beispiel wie bei Killzone oder bei Uncharted, wie ich gesagt habe, oder irgendein anderes Gameplay, irgendein anderes Spiel, meine ich. So, das war's erstmal von mir. Ich versuche dann die nächsten Tage ein paar Videos zu machen, mal schauen. Ich habe sowieso schon Call of Duty Ghost für PlayStation 4 und Battlefield 4. Erstmal die beiden. Ja, euer Agent 107 von Clan Lilama Elite. Peace out.